Ja, hallo meine lieben Modelleisenbahn- und Gartenbahnfreunde. Mein Name ist Frank von der Schönauer Eisenbahngarten und ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video mit der Überschrift Kleinserienhersteller und wo soll die Reise hingehen? Also habt ihr Interesse dran, dann bleibt dran, nämlich nach dem Intro geht's los. So meine Lieben, Kleinserienhersteller und wo soll die Reise hingehen? In einem meiner letzten Videos, da wo ich euch erzählt habe, wie ich überhaupt zur Modelleisenbahn gekommen bin, habe ich euch ja schon mal ganz kurz erzählt, dass ich gerne Produktvorstellungen machen möchte von Kleinserienherstellern. Warum möchte ich dann überhaupt Produktvorstellungen machen? Also es hat mehrere Gründe. Ja? Grund 1 ist, ich möchte sehen oder versuchen, noch mehr Leute dazu bekommen, mit der Modelleisenbahn anzufangen. Auch jüngere Leute. Einfach so, dass die Reichweite der Modelleisenbahn wieder größer wird. Das nächste ist, Produktvorstellungen möchte ich auch gerne machen, vor allem von Kleinserienherstellern, weil Kleinserienhersteller werden oftmals übersehen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Das ist sehr, sehr schade, weil die haben wirklich innovative Ideen, schließen teilweise Lücken, da wo große Hersteller gar kein Hauptaugenmerk drauf legen. Und deswegen finde ich, dass wir Kleinserienhersteller einfach mal ein bisschen unter die Arme greifen müssen. Ja? Und wenn man sich so im Internet sieht, ja, Beauty, Fashion, Lifestyle, alle machen so Produktvorstellungen und funktioniert wunderbar, ja, für die ganzen Firmen. Warum sollen wir das nicht für die Modelleisenbahn auch machen? Ja? Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das, nimm mir aber die Kleinserienhersteller raus, weil die mir wirklich am Herzen liegen. Ne? Weil, wie gesagt, innovativ, schließen Lücken und deswegen Kleinserienhersteller. Ja, das ist erstmal das große Thema eigentlich hier in diesem Video. Ich wurde im letzten Video auch schon, obwohl ich da nur ganz kurz angeteasert hatte, dass ich Produktvorstellungen machen möchte für Kleinserienhersteller, wurde ich auch schon angesprochen darauf. Und ja, wenn hier ein Kleinserienhersteller zuschauen sollte, ihr könnt mich gerne ansprechen. Ich gucke mir die Produkte an, schaue, ob sie wirklich innovativ sind oder ob man da wirklich was vorstellen kann, was auch den Hersteller selber weiterbringt. Ja, muss man dann schauen. Aber wie gesagt, es ist immer was dabei. Die Kleinserienhersteller ist immer was dabei, weil sie immer Nischenprodukte nehmen. Und deswegen, da finden wir auf jeden Fall was. Und für euch mache ich es eben, dass ihr auch einfach mal die Kleinserienhersteller seht. Dass ihr die Kleinserienhersteller seht und einfach mitbekommt, hey Mensch, die machen ja echt ganz coole Sachen. Und das ist ja wirklich innovativ. Und vielleicht sollte man dann auch mal von diesem Denken wegkommen, wir müssen alles bei den großen Herstellern kaufen. Ja, also das ist, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten, wo soll die Reise hingehen, heißt es ja auch, nicht nur Kleinserienhersteller, wo soll die Reise auch hingehen. Ich habe diese ganze Menge Ideen im Kopf, die ich umsetzen möchte, ne, mit den Tutorials, das kennt ihr ja schon. Ich möchte aber auch gerne, wenn wir Kleinserienhersteller, wenn ich Produkte vorstelle, möchte ich auch zu diesen Kleinserienherstellern hinfahren, gerne, wenn die das möchten, einfach mal Interviews führen, ja, Interviews führen, dann habe ich Lust drauf, wenn einer Lust hat, komme ich auch gerne bei euren Gartenbahnen, Modelleisenbahnen vorbei, würde da gerne auch Filmchen drüber machen und einfach so Interviews führen, weil ich finde es wichtig, einfach mal die Modelleisenbahnwelt viel, viel mehr zu publizieren und zu zeigen, wie toll und wie entspannt das Hobby eigentlich auch ist. Und wie gesagt, eine ganze Menge, was ich so im Kopf habe. Eine andere Idee habe ich noch und zwar habe ich ja mal Livestreams gemacht, wo ich Häuser zusammenbaue. Ich habe mir überlegt, ob ich einfach Videoreihen mache, wo ich Häuser zusammenbaue. Immer so 15 Minuten, wie man so eine Entstehung von so einem Haus sieht. 15 Minuten lang immer, also ein ganzes Haus bauen, dauert natürlich länger als 15 Minuten, aber wie gesagt, das in 15 Minuten Parts sozusagen machen und dann einfach so eine Videoreihe von mir aus Bungalow-Haus bauen oder einen Bahnhof bauen, dass ihr einfach so ein paar Videos habt. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt es mir bitte auch in die Kommentare und ansonsten bleibt mir eigentlich gar nichts anderes zu sagen als, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt fleißig Kommentare. Ich antworte auf jedes Kommentar, wo Fragen gestellt werden. Ne? Also eigentlich antworte ich auf jedes Kommentar. Ja, ich bin immer offen für positive sowie als auch kreative Kritik. Ja,
Und kreative Kritik hört sich auch gut an. Konstruktive wollte ich natürlich sagen. Also konstruktive Kritik bin ich sehr offen für. Freue mich auch immer über konstruktive Kritik. Über positive Anmerkungen freue ich mich, ja. Also wenn ihr Fragen habt, auch diese schreibt einfach in die Kommentare. Lasst mir auch Feedback da, das ist wichtig. Ich möchte für euch besser werden und ich möchte euch noch viel mehr bieten. Und wenn ihr noch Ideen habt, ja, was ich noch anbieten könnte oder was wir noch machen könnten, dann schreibt es mir einfach. Dann schreibt es mir einfach. Wie gesagt, ich bin offen für fast alles, was man so mit der Modelleisenbahn machen kann. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bleibt mir treu, meine Lieben. Ciao, ciao.